Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 2 The Golden Mask. Ja, ich hab's geschafft, die richtige Einleitung zu formulieren. Ja, klasse. Oder auszusprechen. Gut, okay. So, Leute, wir sind jetzt hier in Level 3 von der Director's Cut Edition. Und zwar wären wir hier jetzt im Hochofen der Gitter. Ja, da fehlt ein Ö. Hier ist es leider irgendwie nicht möglich, ein Ö zu zeigen in diesem Spiel, warum auch immer. Hochofen der Götter, so heißt dieses Level. Ich überschreibe den dritten Slot, den ich für dieses Let's Play angelegt habe. So, und jetzt sehen wir doch mal, was dieses Level so bei sich beträgt. In sich trägt. Ja, dazu würde ich sagen, das war früher mein absolutes Lieblingslevel, einfach weil es so schön bunt ist. Und auch die düstere Atmosphäre, ja. Wenn man so auf das Finstere steht. Ich fand's damals schön. Ganz schön spektakulär. Für mich. Für meinen Geschmack. Aha. So, Vorsicht, hier sind irgendwelche Ratten mal wieder. Die was von mir wollen. So. So, wir machen uns dann noch schon mal schnell vom Acker. Und ja, natürlich will die... So. Ja, Vorsicht, da kommt eine Stapelwand auf uns zu. Ist da hinten eigentlich was, was da liegt? Liegt da was? Nee, ne? Nee, Gott sei Dank nicht. Habe ich also nichts verpasst? Phew. Ja. So, aber hier ist etwas. Diese Laute dieser Höhle, wie die einen zerdrücken im Grunde irgendwie, diese düsteren Töne, das ist schrecklich unheimlich. Gut, wir schieben dann nochmal den Block, oder das Gitterblock. Ach ja, und jetzt wird's sehr, sehr schön eigentlich. Das ist kein Grund zum Bewaffnen. Seht ihr das? Wie märchenhaft das ist schön. Und im Übrigen will ich hier nochmal einen Pluspunkt mal ausdrücken. Und zwar zu diesem Wolf. Das ist ein Modell aus dem ersten Tomb Raider Spiel und ich finde das so schön, dass sie das hier im zweiten Teil in der Director's Cut Edition nochmal reingebracht haben. So, nur in seiner eigenen Tomb Raider 2 Art eben. Aber so schmerzvoll ist es, dass ich den jetzt K.O. schieße. Okay, es sind zwei gewesen? Oh, okay. Oh, die Musik. So, so schön spirituell klingt die. Und auf und erheiternd. Gut, Leute. Oh, warte mal. Da ist noch ein Wolf. Irgendwo. Gut, wisst ihr, wonach wir hier suchen? Ganz genau, nach der goldenen Maske. Aber, nee, nix aber. Und wisst ihr was? Das ist sie. Die goldene Maske. Das Item, wonach wir in diesem Abenteuer suchen. Hier, das ist sie, die goldene Maske. Sie hat auch einen anderen Namen, glaube ich. Maske von irgendwas. Weiß ich nicht so genau, aber also im Englischen heißt es zumindest so. Im Deutschen weiß ich nicht. Gut, aber wir heben sie schon mal auf. Wir heben sie auf. Sind wir dann am Ende unserer Reise? Nein. Aha. Oha, es scheint so, als hätten wir mit der goldenen Maske die ganzen
Mönche oder Priester oder eher Mönche ins Leben zurückgerufen. Wie damals, wie im ersten Level. Vielleicht sind die im ersten Level jetzt auch zum Leben erweckt. Das waren vorher bestimmt alles nur Geister. Wow. Krass. Ich wüsste ein bisschen, wüsste ehrlich gesagt viel mehr ein bisschen was über die Handlung, weil ich weiß nicht, wo das hier eigentlich spielt. Moment, wir gucken das hier uns jetzt mal an. Maske des Tornasuk, genau. Maske des Tornasuk. Oder Tornasuk. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das ist das Artefakt, wonach wir her sind. Ja, und wir kriegen es jetzt schon hier. Das ist etwas suspekt. Ha. Vielleicht aber auch nicht. Ja, wir werden sehen. Hat es vielleicht noch einen besonderen Verwendungszweck? Who knows? Okay. So. Die goldene Maske hat auf jeden Fall schon mal einiges in Bewegung gesetzt. Wir, Stopp. Wir... Oh nein. Da haben wir mal wieder das Problem mit diesen Fischen. Die so viel Fleischeslust an uns haben. Ich hasse das. So, das kriegen sie aber zurück. Irgendwann. So, Vorsicht. Das hier ist eine reinste Rattengrube. Das ist, meine ich, wörtlich. Hier sind so um die 15 Ratten wahrscheinlich. Würde ich einfach mal so jetzt mal schätzen. Es sind scheiße viel. Wir triggern sie einfach mal alle. Da sind wieder welche. Ach, da! Seht ihr, wie viel das sind? Meine Fresse. Scheint so, als hätten wir ihr Heim ausgerottet und das ist natürlich scheiße. Aha. Das ist unschön. Nein, nicht hochspringen, Lara, wir ziehen. Komm, ja. Klasse. Oh. Sorry, ins Mikrofon gähnt man nicht, ich weiß, aber... Oh, ich bin so müde heute. Aha. Nicht zu fassen. Ich bin gerade irgendwie nicht... Ich bin irgendwie seit dem letzten Part irgendwie nicht sehr stolz, wie ich kommentiert habe. Naja. Aber Leute, ihr sollt durchs Ansehen auch erfahren, dass ich eben auch nicht immer zu 100% gut gelaunt bin. Ich bin so wie ihr, auch nur ein Mensch, der einfach mal so drauf ist und einfach ab und zu mal so. Und ja, ich will jetzt nicht unbedingt jemanden darstellen, der immer gut drauf ist und alle heiter zaubern will oder was durch seine Videos. Nee, das gelingt mir sicherlich nicht bei so vielen, wie so manch andere YouTuber vielleicht können. Aber, ja, darüber rede ich jetzt nicht. Wie gesagt, für mich ist YouTube mittlerweile einfach nur noch ein schönes Just-for-Fun-Ding. Ein Hobby. Ist ein Hobby, genau. YouTube ist für mich ein Hobby. Ein ernstes Hobby für mich. Es ist ein schönes Hobby. Alles klar. Rauf. Und da hat sie es geschafft. Unsere Heldin. Wow, ist die Sackgasse? Nope. Wir drücken einfach den Block nach vorne. Ja, das ist tatsächlich ein Block zum Schieben. Man hätte es vielleicht durch die Dunkelheit nicht so direkt erkannt. Aber es ist einer. So, Moment. Aha. Die Musik kündigt anscheinend was an.
Okay. Secret Nummer 1. Wir sind direkt vor dir. Ja, da sind sie. Immer kriegen wir diese Goldmünzen zuallererst. Wartet mal, mich. Goldbarren sind da und der goldene Schädel ist da. Ja, okay. Ich habe alle Secrets im Überblick. Werd keins verpassen. Und es spielt nochmal diese Musik. Die spielt sich tatsächlich öfters hier ab. Ja, im Übrigen muss ich hier jetzt nicht mehr die ganzen Audio-Files unten drunter setzen durch mein Schnittprogramm. Weil sie werden hier bei der PC-Version jetzt abgespielt. Bei der PlayStation-Version ging das nicht. Und im Übrigen wird das jetzt auch nie wieder nötig sein, dass ich zumindest bei einem Tomb Raider-Spiel die ganzen die ganze Musik extra in die Video- oder Tonspur reinkopieren muss. Ja, das habe ich hinter mir. Das habe ich gemeistert. Hundertprozentig. Es ist nie wieder nötig. Wenn es bei dem Spiel so sein wird, bei einem anderen Spiel vielleicht, aber ich hoffe, das wird sich jetzt nicht mehr so schnell wiederholen. Okay, wir öffnen diese Tür. Diese mystische Tür. Hopp. Und jetzt. Aha. Hier würde die M16 liegen, falls ihr sie noch nicht hättet. Ja. So schlau sind die Entwickler, dass sie euch immer eine zweite Chance geben, die Waffen zu ergattern. Ja, das ist bei Tomb Raider 4 anders. Ja. Ich habe die goldene Maske schon aufgehoben. Das Spiel ist echt launig. So, Uzzis. Okay. Aber jetzt kommt noch mal ein anderes Musikstück. Genau, das meine ich nämlich schon. Jetzt, das sind diese furchtbaren Badasses gewesen, die extra Schaden gemacht haben mit ihrer Scheißknarre. So, ich hoffe, das war's dann jetzt auch von euch Übeltätern. Hier ist Schacht im Schicht. Oder Schicht im Schacht. Ja, Schicht im Schacht, so wird das ausgesprochen. Mit Sicherheit. Okay, guck mal, die ganzen Mönche mussten jetzt gar nichts machen. Ich habe die Arbeit erledigt. Für sie. Und die Kampfmusik will nicht aufhören. Doch jetzt hat sie ihr Höhepunkt erreicht. Sie ist stehen geblieben. Ja. Aua. Tut mir leid, Lara. Ich gucke mich jetzt nur noch. Ich will nur noch schnell gucken, ob hier irgendwas noch rumliegt in den Ecken. Aber mit Sicherheit nicht. Oh, warte mal. Ach nee, das ist nur der Schuh von dem Typ. Von den Typen, meine ich. Wir wollen ja grammatikalisch korrekt bleiben. So. Vorsicht. Wir sind hier im in der Gegend vom Hochofen der Götter. Ja. Das heißt, ihr solltet euch nicht dieser goldenen Masse nähern. Das ist mit Sicherheit die Substanz, aus der die goldene Maske besteht. Oder die Maske des Wie heißt sie jetzt nochmal? Maske des Tornasuk. Tornasuk. Entschuldigung, falls ich das falsch ausspreche. Ich frage mich, ob das eine real existierende Person gewesen ist. Wäre mal interessant zu wissen. Wie gesagt, ich weiß jetzt hier über die Handlung gar nicht viel. Und ja. Und über Tonas Zug weiß ich auch gar nichts. Ja. Ich habe jetzt so auf die Schnelle mal nichts rausfinden können über die
eigentliche Haupthandlung von Tomb Raider 2 Golden Mask. Aha. So, hier würde der Granatwerfer liegen, falls ihr ihn noch nicht hättet. Ja, sowas will ich immer gern mal in den Raum werfen. Einfach nur, weil ich es wichtig empfinde, es zu sagen. Okay. Und rüber da. Und jetzt noch. Ja, darüber. Und wartet mal, da kann man doch noch hier rüber, oder nicht? Das muss doch irgendwie gehen. Hier ist jetzt, ach ja, da kann man bestimmt jetzt hier runter und dann kommt man noch zu dieser Plattform da, die noch irgendwas bei sich trägt. Nee, hier ist ja gar nichts. War das jetzt vollkommen umsonst? Das ist jetzt aber echt betrübend. Ehrlich. Das ist unschön. Schmoll, schmoll. Wow, seht ihr das? Das ist ein ganzer Wasserfall. Ja. Sieht alles so blau, so wässrig aus, diese Platscher. Aber, ja. Sieht nicht gerade realistisch aus. Naja, aber es ist ulkig genug. Okay, wartet mal. Jetzt. Oh, Fackeln. Aha. Die können wir gebrauchen. Und ein kleines Medipack. Einmal nach vorne, bitte. Aha. Exakt, Lara. Kommst du so rauf? Oh, gerade noch so. Und jetzt müssten wir aber... Ja, da können wir, glaube ich, nicht draufstehen, obwohl... Nee, können wir nicht. Geht nicht. Ja. Dann müssen wir eben hier rauf. Ali hopp. Oder nee, Quatsch. Müssen wir auch nicht. Hä? Wo müssen wir hin? Da? Da! Da! Ach so, ja. Das habe ich vor lauter Nicht-Aufpassen irgendwie übersehen. Komm, dann speichern wir nochmal. Sorry, falls es euch auf die Nerven geht, das ständige Speichern, aber das ist mir ein... Ist mir einfach so wichtig, das müsst ihr einfach irgendwie mir lassen. Entschuldige, tut mir leid. So, hat diese Plattform irgendwie noch was zu bieten? Ja, guck mal, tatsächlich. Schrotflintenmunition, wie immer die hier hingekommen ist. So, und jetzt rüber da. Wow! Wie gesagt, nicht die goldene Masse berühren, das werdet ihr zu Tode bereuen. Aha. Da kommt jemand auf uns zu. Oder fliegt jemand auf uns zu. Beziehungsweise jetzt von uns weg. Ach, jetzt ist da unten verbuggt, oder was? Steckt da fest. Der arme Geier. Ha? Guck mal, der hängt da zu... Ah, nee, jetzt ist er wieder da. Geh nicht in die Masse rein. Was liegt der da? Der würde jetzt in Flammen aufgehen.
Normalerweise. Oh, ich finde, ich stelle mir das so eklig vor. Mit so einer Masse in Berührung zu kommen. Sorry, wenn ich jetzt voll die ekligen, sowas Ekliges andeute, aber ich finde das, das ist grausig, wenn man heiße Magma oder sowas, ja, nee, berührt. Das ist, oder das ist nämlich, oh Gott, das ist, aua. Also damit ist nicht zu spaßen. Also schön Respekt davor haben. Die kann euch verbrennen, ne? Kann euch mal alles, nehmen. Euer Leben. Aha. Deswegen, ja. Nicht immer nur daher prahlen. Vielleicht kann euch eure Prahlerei euch auch verbrennen. Ne? Genau. So. Seht ihr? Genau das meine ich. So. Dann machen wir es anders. Ach. Gerade nochmal geschafft. Das war aber auch gerade die letzte Kante. So, das ist Secret Nummer 2. Ach, und jetzt will schon wieder irgendwer was von uns. Merk. Das ist bestimmt hinter uns oder so, ne? Dann fliegen, dann. Nee, wir springen einfach mal hoch, dann wird sich doch bestimmt zeigen. Da! Ha. Hab nicht geglaubt, ich hab dich nicht kommen sehen. Kumpel. Hopp. So, wie mache ich das? Ich glaube, da sollte ich die Rampe verwenden? Irgendwie gefällt mir das nicht. Ich mach das lieber so. Oh! Vielleicht wäre die Rampe doch nicht so schlimm gewesen. Huhuhu. Meine Güte. So. Dann rüber noch. Dann hätten wir dieses Abenteuer auch gemeistert mit diesem Wasserfall. Wasser. In Anführungsstrichen. Fall. Aha. Ja, komm her. Automatikmunition. Du kannst mir sehr viele gute Dienste erweisen hier. Oh, warte mal, was ist das denn? Das sieht mir nach einem ganz, ganz besonderen Köder aus. Oder so etwas. Aber hier ist, nee, hier ist gar nichts. Okay, ich glaube, hier ist dann jetzt aber auch nicht weiter was. Gut, Leute, wir wechseln dann hier so ziemlich das Areal jetzt. Und das bedeutet, ja, ich mache hier nochmal ein kleines Päuschen. Ja, schreibt mir noch gerne in die Kommentare irgendwas, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Hier in diesem Video oder sonst was. Muss ja nicht immer das Video betreffen. Solange es jetzt kein Sub-for-Sub-Ding im Kommentar ist oder sowas. Also bitte, das will ich nicht bei mir. Das wird sofort gelöscht, da habe ich keinen Bock drauf. So. Tja, so hartherzig kann ich auch mal was so klingen, ja. Ja, okay, bis zum nächsten Mal, euer TMWS von Ciao. Und NK 7 Sekunden sind dann jetzt auch gleich vorbei. Bei 30 ist aus. Tschüss.